Und von daher wünsche ich Ihnen jetzt erstmal viel Spaß beim Vortrag von Andreas und ich bin gespannt, was es da Neues gibt und genau, viel Spaß beim Zuhören und einen schönen Tag. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen und auch nicht zu laut. Ich bin stimmlich noch ein bisschen angeschlagen vom letzten Wochenende. Falls ihr mich irgendwann nicht mehr versteht, dann bitte ich irgendwie um Handzeichen. Ich freue mich, dass es auch trotz Lücken im Nahverkehr und schlechtem Wetter und gestern Abend ein paar Leute hierher geschafft haben. Und der sperrige Name des Vortrags ist vielleicht auch nicht so attraktiv, aber ich glaube, das ganze Thema ist es wert, dass man das auch in der Umgebung hier einmal vorstellt. Was werden wir in den nächsten paar Minuten machen? Ich möchte einmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, uns am Open Government Institute in Friedrichshafen vorzustellen, dann einmal kurz aus meinem praktischen Forschungsprojekt zu berichten, was auch der Anlass und Grund ist, warum ich heute hier bin. Dann eine ganz kurze Einführung in Open Government und was macht ihr eigentlich alle im Bereich des Open Governments schon ganz toll oder viele von euch. Und nach einem ganz kurzen Einstieg in die Prinzipien offener Innovationen mit ein paar schönen Beispielen möchte ich dann einmal auch ganz kurz die Potenziale und Herausforderungen von einem Open Government und Open Innovation Ansatz für die öffentliche Verwaltung und letzten Endes dann auch für die Gesellschaft aufzeigen. Wer sind wir? Ja, an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen, the Open Government Institute. Wir sind ein kleines Forschungsinstitut, einer Professur, ein Lehrstuhl, Verwaltungs- und Wirtschaftsinformatik. Und wir bearbeiten die Themen offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln, Bürgerbeteiligung, offene gesellschaftliche Innovationen, Verwaltungsmodernisierung, da unter anderem auch gerade noch in einem Forschungsprojekt zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung. Ja, das soll jetzt auch schon reichen an der Stelle. Was mache ich in meinem Projekt an der Uni Geschäftsfeldentwicklung rund um Geodaten im Auftrag des Niedersächsischen Innenministeriums für das Landesamt für Geoinformationen und Landesvermessung? Und da geht es im ersten Schritt darum, für das Landesamt eine Open-Data-Strategie zu entwickeln, die ein bisschen mehr kann, als nur alle Daten einfach, so wie sie jetzt sind, auf den Markt zu bringen. Da geht es auch darum, dass das Landesamt die Prinzipien hinter datengetriebenen Innovationen versteht und mit seinen Daten dann möglicherweise helfen kann, dass es mehr Raum und mehr Potenzial und mehr Ressourcen für entsprechende Innovationen gibt. Und letzten Endes geht es dabei auch um eine Geschäftsfeldentwicklung für das Landesamt, das nämlich auch erkannt hat, dass der Verkauf von Geobasisdaten nicht mehr unbedingt zeitgemäß ist, sondern dass man deutlich mehr Nutzen in der Gesellschaft stiften kann, wenn die Daten intensiver genutzt werden, wenn sie einfach aus der intensiveren Nutzung auch Mehrwerte für die Gesellschaft ergeben. Und letzten Endes werden wir noch zwei kleine Anwendungsbereiche für die Geodaten des Landesamtes skizzieren. Da geht es einfach nur darum, dass man dann im Bereich Mobilität und Polizei und Katastrophenschutz, das sind so Themenfelder, die erstens im Innenministerium und zweitens im Land Niedersachsen sehr anschlussfähig sind, dass wir da einfach aufzeigen, welche Potenziale es dort eigentlich überhaupt gibt für die Geodaten des Landesamtes. Dann kommen wir auch schon zum Punkt Open Government. Was ist das eigentlich überhaupt? Da geht es immer um vier Klang aus: Transparenz, Partizipation, Kollaboration und Innovation. Und die zentrale Fragestellung ist grundsätzlich für so eine Verwaltung erstmal, wie kommen wir da hin, was können wir da machen, damit wir tatsächlich kollaborativ mit Bürgern, mit den Unternehmen aber auch zusammenarbeiten können, dass wir einen Raum für Innovationen schaffen und Innovationen jetzt nicht nur neue Geschäftsfelder, sondern und vor allem auch soziale Innovationen. Die Grundlage, man sieht es hier unten links, 1, Datentransparenz erhöhen. Die Grundlage für offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln sind offene Daten. Da stehen wir in Deutschland, also da hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen was getan.
Wir haben GovData als Portal, wo aber in ganz vielen Bereichen auch noch gar nichts veröffentlicht ist. Vieles auch noch irgendwie relativ unstrukturiert da rumfliegt. Wir haben Portale wie Frag den Staat, die abseits von offenen Daten helfen, die Transparenz zu erhöhen, indem sie die durch das Informationsfreiheitsgesetz möglich gewordenen Informationen aus dem Staats- und Regierungs- und Verwaltungshandeln dann auch dem Bürger beschafft, ohne dass er sich den langen Verwaltungsweg dahin mühen muss. Wir haben natürlich, wie wir das gestern ja auch schon, oder wie ihr wahrscheinlich, Sie wahrscheinlich alle kennen, diverse Geoportale in einigen Bundesländern, NRW seit letztem Jahr ja einigermaßen zufrieden mit ihrem Geoportal. Wir haben offene Haushaltsdaten, hier ein Beispiel vom Bund, das ist rechts in der Mitte, wo dann jeder Bürger einfach gut in den Haushalt gucken kann. Da gibt es auch in den Kommunen schon viele gute Beispiele von offenen Haushalten, die Bürger dann eben tatsächlich dazu befähigen, qualifiziert in einen Austausch, in eine Diskussion mit Vertretern oder direkt dem Gemeinderat zu gehen. Und wir haben natürlich das Statistische Bundesamt, die statistischen Landesämter, die klassischerweise, und das wird immer so ein bisschen vergessen, klassischerweise eigentlich schon seit Jahrzehnten Open Data machen, indem sie einfach ganz viele Daten erheben und die auch kostenfrei zur Verfügung stellen. International sieht es da an vielen Stellen ein bisschen besser aus. Hier aktueller Auszug aus der DBpedia. Vernetzte Datenbanken, die alle im Data Hub verlinkt sind. Also die Bilder sind auch alle verlinkt. Wenn ihr euch später vielleicht die PDF oder so runterladet, findet ihr da auch die Links. Und da sehen wir, dass da beispielsweise in den letzten 10 Jahren angefangen haben, die 2007 mit 12 verlinkten Datenbanken. Mittlerweile ist man bei 1163 hier in der Übersicht. Der ganze orangene Bereich oben rechts, das sind alles Daten aus dem Bereich Government, also aus Staat und Verwaltung. Und die Grafik verdeutlicht so schön, dass je mehr Daten es gibt, desto größer auch das Ökosystem wird und desto mehr Daten einfach zur Verfügung stehen, die neu kombiniert werden können und dann Bürger zu Partizipation befähigen, die aber eben auch für Innovationen jedweder Art genutzt werden können. Der nächste große Bereich bei Open Government ist die Partizipation. Da geht es hier mal exemplarisch der Policy Cycle. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Das ist so eine gute Idee, wie Politik funktioniert. In der Mitte oben steht immer die Problemdefinition. Irgendjemand in der Gesellschaft erkennt, oh, wir haben da ein Problem, wir müssten da was machen. Dann schafft das irgendwie über verschiedene Kanäle dieses Problem auch auf die tatsächliche politische Agenda zu bringen. Dann geht es los, dass sich Politiker, die Legislative mit dem Problem auch auseinandersetzt. Dann gibt es einen langen Prozess der Entscheidungsfindung. Macht man was, macht man nichts? Wie macht man das und wer wird beteiligt? Dann geht es in die Implementation. Das heißt, man setzt Gesetze tatsächlich auch um. Das ist dann Verwaltungsaufgabe. Schaut sich dann natürlich an, was passiert, wie wirkt das Gesetz, erzielen wir damit die Wirkung, die wir wollen. Das ist dann auch schon der Bereich Evaluation und dann geht das Ganze eigentlich von vorne wieder los. Das ist der klassische Prozess und auf Basis von offenen Daten in der Mitte, jetzt alles orange, lässt sich dann natürlich, wenn Staat und Verwaltung offen werden für Partizipation, lassen sich da ganz viele Zwischenschritte einfügen. Also das sind nicht wirklich Zwischenschritte, die finden auch immer parallel statt. Da geht es eben darum, dass zivilgesellschaftliche Akteure, Bürger und nicht nur akkreditierte, beim Bundestag angemeldete Verbände oder Lobbyorganisationen gemeinsam zwischen Problemdefinition und Agenda-Setting editieren, gestalten, dass man dann vor der Entscheidungsfindung auch nochmal gemeinsam berät und diskutiert und so weiter. Das Ganze ist beispielsweise in Baden-Württemberg schon relativ gut ausgeprägt. Auslöser da war 2011 die Volksabstimmung zu Stuttgart 21, die ja dann letzten Endes auch pro Stuttgart 21 ausgegangen ist. Aber im Ländle hat man damit erkannt, also der ganze Unmut der Bürger, hat man erkannt, dass die Art und Weise, wie man vielleicht regiert und verwaltet, nicht die allerbeste, die erstbeste Lösung ist.
und hat seitdem einiges unternommen. Seitdem hat sich so eine Kultur des Gehörtwerdens etabliert. Es gibt beispielsweise eine Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung. Bürger haben die Möglichkeit, auch im Gesetzgebungsprozess in der Landesgesetzgebung mitzumachen. Da sind wir auf Bundesebene noch weit von entfernt und die meisten anderen Länder auch. Noch kurz der nächste Schritt, Kollaboration, worum geht es da? Auch hier wieder die Grundlage, der Input, natürlich Daten, Informationen, Wissen. Wobei die ersten drei, also Daten und Informationen, dann erstmal bereitgestellt werden müssen von staatlicher Seite. Das Wissen, Arbeitskraft und Kapital bringen dann aber zum Teil auch Bürger und die Zivilgesellschaft ein. Und das Schöne hierbei ist, anders als vielleicht bei Private-Public Partnerships oder wenn Lobbyverbände auch zusammenarbeiten mit einem Ziel, ein Gesetz zu verabschieden, dass es hier tatsächlich ein Ziel gibt und dass das Ziel des Staates ja eigentlich relativ genau das Ziel auch der Bürger und der Zivilgesellschaft ist. Schönes Beispiel für Innovation. Ich glaube, da muss ich den meisten hier gar nicht sagen, was man mit offenen Daten für Innovationen machen kann. Aber hier ein schönes Beispiel, was auch das Zusammenspiel zeigt und auch zeigt, wie Bürger in Innovationen, das hat letzten Endes ja auch ein Unternehmen realisiert, aber wie Bürger auch in Innovationen eingebunden werden kann. Das Ganze hier ein Projekt aus Boston in den USA, schon ein bisschen älter. Da ging es eben darum, dass man das Potenzial und den Willen der Bürger, sich irgendwie einzubringen, auch kommunal, ein bisschen nutzt. Und letzten Endes kam dann eine nette App dabei heraus, die einfach das nutzt, was in fast jedem jedem Smartphone eingebaut ist. In dem Fall hier den Gyro. Und womit man einfach auf den Straßen messen konnte, wenn die Leute mit ihren Autos da langfuhren, wo ist ein Schlagloch und wo ist keins. Das sind Sachen, da geben Kommunen teilweise sechsstellige Beträge dafür aus, dass ihre Straßen in unregelmäßigen oder regelmäßigen Abständen mal befahren werden mit entsprechend ausgerüsteten Wagen und dann der ganze Straßenzustand erfasst wird. Das hier ist so eine Quick-and-Dirty-Lösung. Die ganze App hat knapp $30,000 gekostet. Und man hatte dann innerhalb von wenigen Wochen einfach einen sehr guten Überblick, wo ist die Straße schlecht, wo müssen wir was machen und hat, by the way, rausgefunden, so schlecht sind die Straßen gar nicht, das meiste waren Gullideckel. Das ist eben eine gute Möglichkeit, hier kann man dann auch mit dem Willen der Verwaltung und dem Willen der Bürger irgendwas zu verbessern und der Innovation, das spricht ja auch nichts dagegen, dass das hier vielleicht aus der Zivilgesellschaft selber kommt diese Idee, tatsächlich das gemeinsame Leben verbessern. Noch ganz kurz zu Open Innovation, bevor es dann für euch auch mit Geodaten ein bisschen spannender wird. Wie funktioniert das? Ich weiß nicht, wer kennt sich mit offenen Innovationen aus? Hat da jemand schon Berührungspunkte? Okay, also im Grunde ganz einfach links ein herkömmliches geschlossenes Innovationsmodell. Ein Unternehmen, eine Organisation beschließt, wir wollen was anders machen müssen, das ist ja ein fortlaufender Prozess, nutzt seine internen Ressourcen und am Ende kommen ein paar Innovationen dabei raus und vielleicht ein neuer Markt. Und in einem offenen Modell geht man dazu über, dass man eben auch Ressourcen von außen nutzt. Da haben sich verschiedene Methoden und die meisten sind dürften den meisten ja auch schon irgendwie bekannt sein, wenn auch nicht so bewusst in dem Zusammenhang. Einmal die Lead-User-Methode, da werden eben ganz gezielt bestimmte schon bekannte Nutzer eingebunden und gefragt, Mensch, was können wir denn anders machen? Die werden auch ein bisschen miteinander vernetzt. Dann natürlich Toolkits, wo dann Organisationen ihre Produkte zur Verfügung stellen und den Angesprochenen auch die Möglichkeit geben, bestimmte Tools zu nutzen, um vielleicht Informationen, Daten, was auch immer, neu zu kombinieren und daraus dann Innovationen zu entwickeln. Der Community-Ansatz ist im Grunde auch ähnlich der Lead-User-Methode, nur dass die Beteiligten nicht bekannt sind, sondern irgendwo draußen in der Community sind. Und dann gibt es natürlich Innovationswettbewerbe, Hackathons und so weiter. Ich glaube, das kennen alle hier. Habe ich noch ein paar schöne Beispiele mitgebracht, die das vielleicht zeigen, wie das auch auf staatlicher Seite, auf Verwaltungsseite einmal ablaufen kann. Das hier ist
Ein Überblick aus Wien. Wien ist seit einigen Jahren relativ aktiv im Bereich Open Government Data, veröffentlicht auch fortlaufend neue Datensätze. Was Wien aber eben auch macht, ist, die Community zu pflegen. Mittlerweile ist sogar schon die 33. Open Government Plattform geplant. Das gibt es jetzt seit 7 oder 8 Jahren schon. Und da treffen sich in regelmäßigen Abständen Vertreter aus der Verwaltung zusammen mit Leuten aus der Community, mit Unternehmen, mit Studierenden, wen auch immer. Und jedes Mal gibt es einen lockeren Austausch darüber, was dann jetzt eigentlich passiert ist in der letzten Zeit, welche neuen Datensätze es gibt, welche neuen Ideen es vielleicht gibt oder was man mit den offenen Daten der Stadt noch machen kann. Daneben gibt es auch die Möglichkeit, dass sich Nutzer selbst an die Stadt Wien wenden und Vorschläge machen. Wir hätten gern, dass ihr den und den Datensatz, den müsste es doch geben, mal veröffentlicht. Stadt Wien behält sich da zurzeit noch vor, dass sie das Ganze auch noch mal prüfen, ob das dann sinnvoll ist und ob man das Ganze auch, sagen wir mal, einigermaßen kostenneutral realisieren kann. Was daraus entstanden ist, ja, ganz einfach. Wien hat relativ wenig Datensätze veröffentlicht, um die 360, 365, hat aber eine sehr, sehr hohe Verwertungsquote dieser Datensätze. Aktuell sind wir hier bei 240 Anwendungen, die entwickelt worden sind auf Grundlage dieser Daten, was eine hervorragende Quote ist, wovon Hamburg beispielsweise oder Berlin tatsächlich träumen würden. Und das Schöne ist, dass Wien den Entwicklern und Nutzern der Daten auch gleich eine Plattform zur Verfügung stellt, wo die ihre Anwendung veröffentlichen können und dann natürlich eine deutlich größere, breitere Gruppe an Interessierten erreichen können, als sie das vielleicht mit einer kleinen Homepage oder mit ihrer Vernetzung in der Community würden. Gut, ähnlich Go4it, NRW Hackathon letztes Jahr. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Ein bisschen größer wird die ganze Idee von Innovationswettbewerben seit einigen Jahren auch schon in Großbritannien gemacht, hier vom UK Ordnance Survey, die tatsächlich zusammen mit relevanten Daten der Verwaltung, also hier dann natürlich Vermessungs- und Geodaten, aber auch Geofachdaten, immer eine Challenge ausschreiben. Letztes Jahr ging es um Sustainability, Greener, Smarter Communities und im ganzen Prozess, und hier sieht man an den Zahlen, dass das relativ erfolgreich läuft, haben immerhin 1.000 Leute in den anfänglichen Workshops teilgenommen, 2.800 haben sich für die Challenge angemeldet, 755 Ideen sind dann zusammengekommen und am Ende wurden 100 Teams eingeladen in 9 verschiedenen Camps, dann tatsächlich die Ideen weiterzuentwickeln, und ganz am Ende hat man 35 dieser entwickelten Ideen, dieser Anwendung auch aufgenommen in ein Förderungsprogramm mit 718.000 Pfund, das sind irgendwie ein bisschen über 800.000 Euro. Und das Ganze in einem relativ kurzen, schnellen Programm, das machen die schon einige Jahre, sehr erfolgreich, sind sehr zufrieden damit. Ganz abschließend jetzt nochmal, das ist jetzt immer nur so ein bisschen am Rande rausgekommen, war vielleicht nicht immer ganz deutlich, aber die Potenziale und Herausforderungen für die Geoverwaltung, aber eben auch für die Zivilgesellschaft. Wenn man sich so ein Ökosystem, wie man das vielleicht vorhin bei der DBpedia gesehen hat, vorstellt, rund um offene Daten, wo dann die öffentliche Verwaltung aber auch mit offenen Standards arbeitet und vielleicht auch Open-Source-Software einsetzt und den Dialog mit Interessierten, mit Bürgern, mit der Community direkt sucht, auch Unternehmen einbindet und fragt, was habt ihr eigentlich für Ideen, was könnten wir noch machen? Ich meine, die Geo- und Vermessungsverwaltung haben gesetzlichen Auftrag, die müssen ein Landesbezugssystem darstellen, sicherstellen, abbilden. Darüber hinaus haben sie aber viele Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die mehr oder weniger nachgefragt werden, die am Markt auch alle nicht wirklich erfolgreich sind. Entsprechend haben die eigentlich auch Ressourcen, um tatsächlich am Markt nachgefragte Basisdaten herzustellen, zu erfassen. Aber sie müssen es eben auch wissen, und dafür sind dann die Dialoge ganz wichtig.
Und natürlich können dann gegenseitig kann das OSM oder kann die OSM und die Landesämter ihre Daten gegenseitig auch ergänzen. Ich meine, die OSM freut sich wahrscheinlich, wenn deutschlandweit alle Hausnummern, Datensätze zur Verfügung stehen, kostenlos. Und andersrum freuen sich einige Katasterverwaltungen wahrscheinlich, wenn sie im Bereich Wertermittlung irgendwie OSM-Daten nutzen, weil sie dann den Wert der Grundstücke, die sie da ermitteln, deutlich besser machen können. Wenn Sie dann auch wissen, was Sie machen wollen, sollen die Verwaltungen, dann können Sie natürlich auch Daten bereitstellen, die von anderen wieder besser genutzt werden können. Sie können Ihre eigenen Daten weiterentwickeln und können sich auch vermehrt darum kümmern, dass Ihre Daten vielleicht noch besser qualifiziert werden. Ja, warum klappt das eigentlich nicht? Eine Minute noch, das fragen wir uns wahrscheinlich alle. Da kann man lange drüber nachdenken und die Liste ist nie zu Ende. Zum einen gibt es natürlich noch ein paar Generationenunterschiede. So manches Landesamt hat so einen Altersschnitt von knapp über 50 und damit, das heißt nicht, dass die das alle nicht können und nicht wollen, aber ich glaube, der Altersschnitt in der Community ist ein bisschen geringer und selbst wenn er nicht geringer wäre, wären es doch dort Leute, die mit der Idee zusammenzuarbeiten, die mit der Idee offene Daten zu nutzen, die mit der Idee Transparenz ist eine gute Sache, groß geworden sind, die das einfach verinnerlicht haben. Das ist in der Verwaltung eben nicht so. Da ist der Expertenvorbehalt relativ weit verbreitet. Da heißt es dann eher, ich bin der Experte, weil ich arbeite ja in dem Landesamt und derjenige aus der Community, dem er irgendwas sagen will, ja, erstens weiß ich nicht, ob der morgen nochmal kommt und zweitens weiß ich ja eigentlich gar nicht, was der für einen Hintergrund hat und ob der wirklich qualifiziert ist. Das Problembewusstsein fehlt und es sind häufig auch zu viele Stellen einfach beteiligt. Bevor du mir die Stoppkarte zeigst, genau, beenden wir das an der Stelle. Vielen Dank. Ja, danke für den interessanten Vortrag. Gibt es dazu Fragen? Sonst hätte ich eine. Du hattest auf deiner zweiten oder dritten Folie das LGLN mit Open Data auch zusammen auf einer Folie. Für mich, der aus Niedersachsen kommt, der weiß, dass es kein Informationsfreiheitsgesetz in Niedersachsen gibt, dass es im Koalitionsvertrag drinsteht, dass es eventuell irgendwann vielleicht, wenn jemand zufällig den richtigen Stift findet, eins geben könnte, passt das irgendwie nicht zusammen? Habe ich da was verpasst und ich mache gleich die Sektflaschen auf? Oder? Nee, du hast tatsächlich nichts verpasst. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du ja auch die IT-Strategie des Landes gelesen, da ist Open Data ja noch eine ziemlich böse Sache. Aber wir arbeiten dran und möglicherweise gibt es da in den nächsten Jahren eine interessante Neuerung für dich. Ich bin gespannt und drücke mir die Daumen. Wir sind da tatsächlich nur in einer forschenden, moderierenden, beratenden Funktion unterwegs. Was dann letzten Endes dabei rauskommt, wissen wir auch nicht. Das obliegt immer dem Auftraggeber, aber wir haben zumindest das Projekt, um einmal zu skizzieren, was das alles Gutes könnte. Und wenn das denn von den entsprechenden Damen und Herren in den entsprechenden Häusern auch gewürdigt wird, dann... Wie lange läuft das Projekt? Also ist das jetzt gerade angefangen? Wir sind jetzt seit 7 Monaten dabei. Unser Entwurf der Open Data Strategie ist soweit fertig. Wir diskutieren den noch ganz kräftig. Der ist auch noch nicht finalisiert und das wird noch eine Weile dauern. Angelegt ist das Projekt auf einen Zeitraum von 2 bis 3 Jahren. 2 erstmal sicher, das 3. dann optional. Okay, Dankeschön.